Eigentlich wurden Heidi Matera und Florian Winter wegen eines Einbruchs gerufen. Vor Ort treffen die Beamten auf ein Geburtstagskind mit Freund. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ganz lieben Dank. Ich verstehe gar nicht, was hier los ist. Mein Freund Edgar hat mir die Piata geschenkt, die wollte ich jetzt kaputt hauen. Und jetzt stehen Sie hier und... Warte, das ist doch ein Joke. Das hat doch bestimmt deine Tochter eingebildet. Das sind Stripper. Ich muss Sie leider enttäuschen. Nee, aber ganz kurz zur Zusammenfassung. Das ist Ihre Tochter. Das ist meine Ihre. Tochter. Ja. Okay. Genau die hat den Notruf gewählt. Die 23-Jährige hat einen Verdacht. Meine Mutter hat seit kurzem einen neuen Partner. Sie hat sich von meinem Vater geschieden und... Ich dachte, der Edgar ist ein vernünftiger und anständiger Mann. Aber in letzter Zeit hat er sich einfach richtig merkwürdig verhalten und sehr geheimnistuerisch. Und Edgar, erklär mir das bitte. Du meinst es doch nicht ernst mit meiner Mutter. Warte mal bitte. Was meinst du mit geheimnistuerisch? Was ist da vorgefallen? Ja, und zwar hatte ich einfach den Verdacht, dass er meine Mutter ausnehmen will. Den Verdacht begründet die Tochter mit dem Fund eines einzelnen Flugtickets nach Puerto Rico. Sie ist sicher, der neue Freund ihrer Mutter will sich absetzen. Wer nimmt mich nicht auf? Du hast die Autoreparatur bezahlt. Okay, du hast ihm die neue Haustür bezahlt. Wir sind er wollte das Geld nicht haben. Sollen wir wieder fahren? Sollen wir wieder fahren? Wollen Sie darunter machen? Ich bin ja wohl beschuldigt. Ich möchte dazu was sagen. Im Moment ist hier noch gar keiner irgendwas. Weil erstmal müssen wir hier ein bisschen Ruhe reinkriegen. Also, jetzt mal ganz kurz, damit ich das verstehe. Dieses Ticket. Ist meins. Ist ihrs. Ja. Was hatten Sie denn damit vor? Das spielt ja jetzt mal keine Rolle. Der gute Finke Edgar, der hat halt Flugticket gehabt nach Puerto Rico. Und wie man es in so Agentenfilmen halt kennt, hat sich halt das Töchtersche gedacht, also Stieftöchtersche, der setzt sich jetzt ab, ne, und lässt die Mama allein, tut hier erstmal alles abrobben von Vermögen. Aber ich meine, im Grunde ist es ja nicht strafbar, ein Ticket in der Tasche zu haben. Ne? Dann erscheint allerdings auch noch die Nachbarin, die den 49-Jährigen beschuldigt, ihren Geldbeutel geklaut zu haben. Waren Sie hier? Haben Sie den liegen lassen? Oder? Ich habe den aus Versehen letztens am Tisch liegen lassen. Und ich konnte ja auch nichts dafür und auf einmal war er weg. Also Sie haben besucht und dann Tisch liegen lassen? Ja, richtig, genau. Und also ja zu der Theorie, dass er sich absetzen will nach Puerto Rico. Okay. Ja, deswegen auch das Flugticket, also Straftatbestände haben wir, also was jetzt hier im Raum stehen, Diebstahl, wo Sie der Beschuldigte sein sollen. Aber wir müssen mal wissen, wer hier über was anschuldigt. Sie hat garantiert ihr Portemonnaie wieder auf dem Sofa liegen lassen. Das hat sie schon zwei, drei Mal gemacht. Darf ich mal mit Ihnen reingehen und nachschauen? Dann ich bleib hier, weil sonst ist das so durcheinander. Die Kollegin bleibt hier. Sie können gerne mit der Kollegin das nochmal in Ruhe besprechen. Nur wenn hier alle die ganze Zeit so durcheinander, das funktioniert nicht. Du gönnst es mir nicht. Meine Tochter ist halt neuer Lebensgefährte an meiner Seite, vielleicht ein bisschen eifersüchtig, dass sie jetzt nicht mehr die Aufmerksamkeit kriegt, die sie vorher gekriegt hat, und spinnt sich irgendwas zurecht. Ich habe noch ein relativ gutes Verhältnis zu meinem Ex-Mann, sie zu ihrem Papa. Okay. Vielleicht ist sie auch deswegen ein bisschen traurig, keine Ahnung. Aber Sie können das nicht bestätigen, dass ihr neuer Lebensgefährte sie ausnimmt oder irgendwie? Nein, gar nicht. Aber mein Parfüm fehlt. Wieso fehlt mein Parfüm? Ich weiß nicht, wo sie ihr Parfüm Ich hatte hier haben. Ein Parfüm stehen, ein ganz teures. Das ist weg. Nein. Das ist eine leere Schmuckdose, das sehe ich von hier aus. Jetzt sagen Sie nicht, der Schmuck fehlt auch. Ja, ich habe mir vorhin noch meine Ohrringe rausgenommen, weil ich ja heute Geburtstag habe. Bei dem gestohlenen Schmuck und dem Parfum soll es nicht bleiben. Bald stellt die 44-Jährige fest, dass auch ihr Tablet weg ist. Wohnt Ihr Lebensgefährte denn mit hier in dem Haus oder leben Sie alleine hier? Nein, ich lebe ganz alleine hier. Meine Tochter ist schon ausgezogen. Mein Lebensgefährte hat ja auch ein eigenes Haus, weil wenn sie mitgekriegt haben, ich habe die Haustür bezahlt. Nein, also ich wohne ganz alleine. Das heißt, er ist jetzt mit seinem Auto hier? Er ist mit seinem Auto hier. Klar, er schläft hier manchmal, logisch, wie es dann ist in so einer offenen Partnerschaft. Aber offene Partnerschaft? Wie sagt man das heute? Ja, weiß ich nicht. Offene Partnerschaft hört sich immer so anders an. Wir haben ein kleines Problem. Da drinnen fehlen massig Sachen. Tablet fehlt, Schmuck fehlt und ein teures Parfüm fehlt. Das hat sie aber jetzt auch gemerkt. Das hat sie gerade erst festgestellt, dass ihr das fehlt. Aha. Zutritt zum Objekt hat nur dieser Edgar, die Tochter und die Türe stand jetzt auf. Sie sagt, theoretisch kann es auch die Nachbarin gewesen sein. Ne? Aber die Sachen fehlen jetzt halt. Und sie hatte die Augen verbunden. Bist du hier draußen in irgendeiner Form weitergekommen? Nee, oder? Hier ist nur Gegacke und gegenseitiges Das geht ja die ganze Zeit so weiter. Ja, okay. Dann versuchen wir das jetzt noch einmal. Ja, so. Nein, das ist nicht immer von dir. Dürfen wir jetzt noch mal mitspielen? Oder? Natürlich. Jedes Mal dasselbe. Super. Also, wir haben ja gerade drinnen festgestellt, Ihre Mutter hat festgestellt,
im Haus fehlen Gegenstände. Schmuck, ja, das war ja klar. Schmuck fehlt, das Tablet fehlt. Ja, wo soll ich denn haben? Also, wenn darf ich das war. Darf ich ausreden? Oder also ich, vielleicht wollte ich ja gerade sagen, aber wir haben es alle auf der Couch wiedergefunden. Entschuldigung. Jetzt? Also, Schmuck fehlt, Tablet fehlt, Parfüm fehlt. Zutritt zum Haus haben eigentlich Sie beide. Und das, die Tür stand jetzt auf. Das heißt, Sie gehören jetzt tatsächlich doch zum erweiterten Kreise, weil die Dame hat hier die Augen verbunden. Ja. Gibt es von Ihnen aus irgendwelche Hinweise zu diesen entwendeten Gegenständen? Ansonsten müssen wir Ihre Personalien alle drei aufnehmen, anlässlich der entwendeten Gegenstände. Also ich weiß von nichts. Ich weiß nur, dass Sabines Portemonnaie weg ist. Und ich beschuldige immer noch den Edgar, weil warum hat er sich sonst das Ticket gekauft? Ja, er möchte sich jetzt einfach mit der ganzen Kohle absetzen, meine Mutter ausnehmen. Auf einmal weg? Ja. Ich kann das nicht glauben. Nein, ich glaube nicht, dass er das war. Mama, die Tür stand offen. Die Tür stand. Warum lässt du immer die Tür aufstehen? Also ich möchte auch mal, weil wir hier draußen auch sind Sie mal so gut. Ja. Wie soll ich mich denn mit den 13,50 Euro absetzen? Also überlegen Sie doch mal logisch. Das Geld also, wieder, das ist ja kein Straftat. Okay, dann haben wir eine Sache noch. Die einzige Möglichkeit, wo jetzt hier irgendwas sein könnte, wäre, dass wir in Ihr Auto einmal reingucken. Haben ja, Sie gerne. Einen Schlüssel hier? Na gerne, klar. So. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt ist da eine Tasche drin, die nicht mir gehört. Wahnsinnig. So, jetzt sagen Sie mal. Darf ich da mal ran? Ja, aber ich sehe, Sie sehen es ja schon. Das ist doch gar nicht meine Tasche. Wer hat denn noch Ihren Schlüssel? Ja. Das sind Ihre Sache, oder? Das Auto war ja auf, war ja die ganze Zeit auf. Lassen Sie mich gerade noch mal hin, bitte. Also. Das Auto war die ganze Zeit auf. Ein Tablet ist da hier. Was ist das? Das ist nicht von mir, ich habe das nicht da rein. Das Auto war tatsächlich auf, ich brauchte gar nicht aufschließen. Der Wagen war tatsächlich auf. Was ist das? Das sind meine Sachen bei dir im Auto. Gut, das ist ein bisschen komisch. Das ist nicht von mir, ich habe es nicht da reingelegt. Ich muss dir das jetzt erklären und ich muss es auch Ihnen erklären. Anna, dann erklär es mir. Ja, komm jetzt mal mit. Der 49-Jährige beteuert weiterhin seine Unschuld. Dass er seine Partnerin wirklich liebt, dafür hat er angeblich Beweise, die er nun erbringen will. Was machen Sie denn? Das sind nur Gutsherren. Das gibt's gehen Sie doch mal bitte auf Seite. Da muss doch jetzt da war ein Ring drin und noch ein Ticket für meine Frau. Das sollte eine Überraschung sein. So, mal ganz kurz Ruhe jetzt hier. Also die Nachfrage. Dieses Ticket, kommt das jetzt gerade aus der Piñata oder? Nein, das ist mein Ticket. Okay. Da war noch ein Ticket drin, schön in einem Glitzerumschlag verpackt. Der war für Sie, natürlich, weil wir nach dem Antrag, den ich ihr machen wollte, mit dem Ring, der auch in der Piñata war, was natürlich dann in Urlaub fahren wollte. Der Ring muss doch hier irgendwo sein. Was heißt das gibt es doch überhaupt alles nicht. Edgar, Moment, was heißt Antrag? Kleinen Moment mal. Ganz kurz, kommen Sie mal ein Stückchen rüber. Meinen Sie mich? Ja. Stellen Sie sich mal mit dem Hintern zu mir, wenn mit dem Bobbes mal zu mir umdrehen. Edgar, wirklich ernst? Das ist alles voller Glitzer. Ich warte, Glitzer. Was meinst du, warum ich das alles gemacht habe? Kann das so ein Umschlag gewesen sein? Da steht was in der Tasche. Damit ist bewiesen, der 49-Jährige hat die Wahrheit gesagt. Doch wie kommt das Ticket nach Puerto Rico in die Tasche der Nachbarin? Ich habe mich einfach verliebt. Und ich wollte nicht, dass ihr zusammen seid. Ich wollte einfach, dass Edgar beschuldigt wird, mit dir auseinandergeht. Dann hast du die Sachen auch ins Auto gelegt, oder was? Und wir beide unser Glück genießen können. Hast du die Sachen in mein Auto gelegt? Die eifersüchtige Nachbarin wollte die Spuren des Heiratsantrags verwischen und hat deswegen auch den Ring in ihrem BH versteckt. Ja, also die Frau Stich, die hat ja da, also sie hat sich schon ein bisschen plump angestellt, ne? Erstmal das ganze Szenario, sie hat sich da in den verknallt und wollte ihn jetzt hier mit schönen Aare und schönen Klamötchen ein bisschen willig machen, ne? Hat nicht geklappt, hätte sie auch merken können. Ja, und dass sie dann halt noch hier overum den Ring versteckelt, ne? Und hat ihn auch noch für sich eingehamstert, weil sie total dagegen war. Also die Frau war schon ein bisschen wirr. Damit hat sich die eifersüchtige Nachbarin Anzeigen wegen falscher Verdächtigung und Diebstahls eingehandelt. Ich würde sagen, da gibt es ja noch größere Probleme als das, was wir jetzt hier so aufgedeckt haben. Ja. Lass uns jetzt einfach mal die Anzeige aufnehmen von den Beschuldigten, ja, die Personalien. Ja. Und dann würde ich sagen, rücken wir hier auch schnellstmöglich ja, ab. Ja, die soll das so klären. Das ist zu viel durcheinander und da schwappen wieder Emotionen hoch. Mir platzt gleich, mir platzt gleich der Kopf, mach du da mal eine Ansage. Und dann ja, so. Der Ring, den heben Sie wieder auf, bitte. So, gehört ihm. Bitte sehr. Ihm gebe. Nach diesem Vorfall hat der Mann seiner Angebeteten doch noch einen richtigen Heiratsantrag gemacht. Die Hochzeit ist in Planung.